Grüezi miteinander. Nach unserer Bundesverfassung müssten sich unsere Bundesbehörden uns gegenüber so verhalten, wie es der Grundsatz von Treu und Glauben verlangt. Also so, wie man es unter anständigen Menschen erwarten darf oder so, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Das heißt auch, dass Informationen der Behörden klar sein müssen und dass wir ihnen vertrauen dürfen. Dieses Vertrauen wurde erst kürzlich wieder einmal auf die Probe gestellt, als unsere Landesregierung uns wissen ließ, dass sie den UNO-Migrationspakt zu unterzeichnen gedenke. Bemerkenswert war vor allem die Argumentation, mit der versucht wurde, uns das Vertragswerk schmackhaft zu machen. Ich musste an die EWR-Abstimmung denken, als immer wieder betont wurde, es gebe dort eine Opting-out, also eine Ausstiegsklausel. Schon damals fragte ich mich, warum man eigentlich einem Vertrag zustimmen müsste, wenn doch die Kündigungsmöglichkeit offenbar das Beste daran ist. Beim Migrationspakt wurden unsere Behörden nicht müde zu betonen, dass es sich dabei um sogenanntes Soft Law, also um weiches Recht, handle. Im Grunde sei es eine unverbindliche Absichtserklärung. Doch wer sich den Vertrag anschaut, merkt sofort, dass das nicht stimmt. Über Seiten hinweg verpflichten sich die Staaten zu sehr konkreten Maßnahmen. Das englische «to commit to something» ist eindeutig mit «sich zu etwas verpflichten» zu übersetzen. Wenn unsere Regierung und deren PR-Leute etwas anderes behaupten, handeln sie nicht nach Treu und Glauben. Als Mitglied der Legislative, also der gesetzgebenden Gewalt unseres Staates, käme es mir nie in den Sinn, im Bundeshaus Soft Law beschließen zu wollen. Bei den von National- und Ständerat verabschiedeten Gesetzen ist klar, die Regeln sollen verbindlich sein und auch von den Gerichten so angewendet werden. Doch tatsächlich ist es längst so, dass unsere Gerichte, auch das Bundesgericht, regelmäßig Soft Law anwenden müssten. Erst kürzlich erklärte mir ein Bundesrichter, dass ihm häufig gar nichts anderes übrig bleibe, als darauf abzustützen, wenn er beispielsweise über die zulässige Größe von Gefängniszellen urteilen müsse. In einem solchen Fall werden dann, mangels richtiger Gesetze, zum Beispiel Richtlinien und Empfehlungen von sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, beigezogen. Auf diese Weise werden solche Organisationen, bei denen es sich in aller Regel um privatrechtliche Vereine handelt, eigentlich zum Gesetzgeber. Und das ohne jede demokratische Legitimation. Dafür sind NGOs häufig staatlich subventioniert. In einer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung ist nichts dagegen einzuwenden, dass sich private Organisationen in den politischen Diskurs einbringen. Dass die Steuerzahler aber dafür aufkommen müssen, dass solche Organisationen diese freiheitlich-demokratische Rechtsordnung mit klarer Gewaltentrennung unterwandern, ist in höchstem Maße problematisch. NGOs sollten vor die Wahl gestellt werden. Geld oder Politik? Ich danke Ihnen.